Meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Hinterkaifeck am Samstag. Eine wunderschöne mit euch zusammen. Ja, falls es sich heute anders anhört, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Es gab ein Windows-Update und es war alles. Ganze OBS-Einstellungen wurden zurückgestellt und das war nicht so geil. Was ist passiert? Ich habe mich tatsächlich im letzten Stream am Donnerstag war es gewesen, habe ich mich Hals über Kopf, ja, wie soll ich sagen, nicht in Schulden geschützt, nein, aber ich habe mich einfach verkalkuliert, ne? Ich habe mich extrem kalkuliert. Ihr seht jetzt, ich habe jede Menge Sachen aufgebaut hier. Ich habe uns die Kartoffelnwaschanlage gekauft. Ich habe uns eine Kartoffelsortieranlage gekauft. Das läuft auch alles. Leider läuft es sehr, sehr langsam. Das ist mein Problem. Wir haben um die 50.000 Liter Kartoffeln übergehabt von der Mission. Ihr wisst, welche ich meine. Von dem Feld. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Irgendein Feld war das auf alle Fälle. Haben wir gemacht. Und ja, deswegen haben wir das übergehabt. Und ich habe diese zwei Maschinen gekauft. Und ja, da ging leider ziemlich viel Geld drauf. Und jetzt habe ich das Problem, dass es nicht vorangeht. Das dauert leider zu lange. Und wir haben tatsächlich den nächsten Tag und wir können das Feld Nummer 34 können wir erneut ernten. Es ist nur das Problem, diese Premium-Kartoffeln, die da jetzt momentan drin sind, die kann ich schon rausgeben, ja. Also ich muss ja ganz kurz das System erklären, bevor ich, es gibt ja ein paar Leute, die das noch nicht verstanden haben, Moment. Wir haben hier normale Kartoffeln, ganz normale Kartoffeln, die wir so aus dem Boden rausbekommen. Die hauen wir in dieses Gerät hier rein, bekommen dadurch gewaschene Kartoffeln. Mit diesen gewaschenen Kartoffeln fahren wir hier hin und packen die hier rein und bekommen daraus Premium-Kartoffeln. Ne? Und ein bisschen Schweinefutter. Das heißt, wir können die Kartoffel dann um ein Vielfaches mehr veräußern, als wir ursprünglich hatten. Normalerweise bekommst du 360 für Kartoffeln, sag ich mal. Wenn du die ganzen wäschst, dann sind das schon 500. Und wenn du die noch veredelst oder Premium-Kartoffeln raussuchst, sind das 870. Also du kannst schon einiges draus machen. Es dauert nur extrem, extrem lange. Aber gut, ist halt so, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Ich lasse es jetzt einfach mal laufen und würde einfach mal sagen, wir holen uns einfach mal den Drescher und werden einfach am Anfang zu dreschen, ne? Es ist einfach so. Dann müssen wir gucken, weil wir haben ja nur einen Anhänger, ne? Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie wollen, dass wir den abtanken, den Kollegen, dann habe ich da ein dezentes Problemchen, hoppla. Aber dann müssen wir halt die Kartoffeln vielleicht nochmal runterwerfen vom Anhänger und dann nochmal aufladen, wenn es wirklich voll ist. Kann sein, muss aber nicht sein. Ich muss mir das anschauen, wie das funktioniert. Ich hoffe, dass es soundtechnisch passt. Ich bin tatsächlich heute ein bisschen im Bedrängnis und kann das nicht nochmal aufnehmen jetzt, weil ich die Zeit momentan einfach nicht habe. Und deswegen hoffe ich einfach mal und ja, wenn das nicht läuft, dann hält mir das bitte nach. Aber ich kann es erst dann sehen, wenn ihr das auch seht. Deswegen, manchmal ist es leider so. Weizen haben wir angesehen. Guckt ihr das mal an. So, das heißt, Weizen haben wir angesehen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das wurde auch zweimal gedüngt, da bin ich mir ganz sicher. Weil da habe ich extra nochmal Unkraut weggemacht mit dem Wiesenstrickel wieder mal. Aber hat auch funktioniert, hat auch funktioniert. Okay, das heißt, wir müssen den Weizen hier runterbeißen jetzt. Können den dann auch veräußern, theoretisch. Der wird nicht viel bringen, ist nun klar. Ich weiß gar nicht, warum ich nochmal... wegen der V3, glaube ich, haben wir nochmal Weizen gemacht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ja, auf alle Fälle müssen wir schauen, dass wir das Zeug runterbekommen. Weil was runter ist, kann wieder neu bestellt werden. Ne? Darum geht es eigentlich. Und da kann ich Raps oder Sonnenblumen oder etc. pp. raufmachen. Und dann schauen wir einfach mal, wie es ist. Habe ich denn noch ein Feld, wo ich was drauf habe? Die 8 wird wieder reif sein und die 27 wird auch wieder... Ne, die ist noch im Wachstum. Guck dir das an. Ist noch im Wachstum. Hier grün. Okay, dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, wie ich dachte. Sehr, sehr gut. Das ist wirklich gut, muss ich gerade sagen. Weil dann muss ich nicht alles so schnell machen, sondern kann das auch mal ein bisschen aufstocken. Ich habe natürlich noch Kredit. Ne? Also möglich wäre, dass wir noch ein bisschen Kredit aufnehmen, was ich wahrscheinlich auch nutzen werde, weil ich habe sehr, sehr viel Bock auf eine Ballenpresse. Wir haben das schon so oft besprochen oder öfter besprochen. Ich mache ein bisschen Musik an, damit es nicht ganz so leise ist. Hört man da was? Also ich höre es, aber ich glaube, ihr hört gar nichts, ne? Also wird mir zumindest nichts angezeigt. Und zwar habe ich im Mod-Hub gefunden eine neue Ballenpresse. Und zwar, glaube ich, war das die hier. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Also wirklich gut gefallen. Und man kann hier auch einstellen, wie groß die Ballen sein werden. Also ich werde es auf 4000 Liter lassen, ja. Aber die hat mir vom Optischen her sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe dieses Add-on mit reingenommen, dass man so Dingens nachfüllen muss. Solche Netze, glaube ich, heißt das richtig.
Genau, das ist Netzrollen zum Nachfüllen der Rundballen. Das fand ich auch sehr interessant. Das geht für alle, wenn ihr das Skript drin habt, das geht dann für alle Rundballenpressen, die ihr drin habt, dann müsst ihr immer den Netz nachfüllen. Was eigentlich schon ziemlich geil ist, wie ich finde. Das erinnert so ein bisschen an den an BM-Modding damals mit der Krone Ultima, ne? Und deswegen habe ich das mal mit reingenommen, finde ich sehr spannend, sehr interessant. Ist natürlich wieder mehr Aufwand, das ist klar, aber das ist mir ehrlich gesagt auch egal. Und frag mich jetzt bitte nicht, warum ich jetzt gegen den Uhrzeigersinn dresche. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es halt wirklich nicht, ne? Aber gut. Besser so, als wie wir haben gar nichts und haben wieder nur ein Timelapse-Video. Wie letztes Mal, das war auch blöd, fand ich selber auch. Ist richtig. Aber ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht ändern. Und deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich gar nichts bringe, bringe ich lieber so ein Timelapse-Video. Was tatsächlich mehr Arbeit ist, man mag es kaum glauben. Aber ja, wirklich. Also es ist die drei- oder vierfache Aufnahmezeit und dann einfach nur ein bisschen zusammengeschoben und ein bisschen Musik untergelegt. Deswegen glaubt nicht, dass die Timelapse-Videos gar keine Arbeit ist. Das ist so nicht korrekt, leider. Leider. Aber ich mag es ja gerne. Das Problem ist nur, es geht auch, ich könnte jetzt hier auf dem Feld 2 Stunden verbringen, weißt du? Ohne, also ich hätte da kein Problem mit. Das Problem ist nur einfach, dass es einige Zuschauer gibt, die sagen, es ist langweilig und so weiter. Es ist, mag sein, dass es langweilig ist, aber ich sehe das nicht so als Stressprojekt, weißt du? Ich muss jetzt nicht in der Folge hier das Feld runterbeißen und dann gleich pflügen und das muss nicht sein. So, wenn das 2 Folgen länger dauert, dann dauert das 2 Folgen länger. Ich habe da gar keinen Stress, weißt du? Und den will ich mir eigentlich auch nie machen. Und das ist auch das Gleiche mit den Kartoffeln, ne? Vielleicht hätte man noch warten sollen, mag sein. Im Nachhinein ist man immer klüger, sagt man ja immer so, ne? Aber ich habe das einfach gemacht, weil ich einfach vorankommen wollte, ne? Hat es auch nichts mit Stress oder irgendwas zu tun, aber ich wollte einfach vorankommen und deswegen habe ich die Geschichte mit den Kartoffeln gemacht. Was natürlich auch heißt, ja, ich habe das richtig erraten, wir werden über kurz oder lang einige Kartoffeln ansehen müssen. Da geht kein Weg dran vorbei. Ne? Das heißt, da könnt ihr euch schon mal freuen, die Kartoffelliebhaber unter euch, ne? Grüße an den dicken Sauerländer an der Stelle. Der macht immer sehr viel Kartoffeln, habe ich gehört. Und ja, da werden auf alle Fälle einige Kartoffelscannen auf uns zukommen. Und ja, gut, ich sag mal so, wenn wir die Gewinnbringend verkaufen können, spricht doch gar nichts gegen, weißt du? Vielleicht verdienen wir alle unsere kommenden Millionen ja mit Kartoffeln. Wäre mal eine ganz andere Einkommensquelle, ne? Muss man einfach mal so sagen. Ich werde das natürlich noch ein bisschen verfeinern mit den Gerätschaften, die wir da haben, mit dem Waschanlage und mit dem Sortierer. Weil man kann das natürlich noch ein bisschen verbessern und optimieren mit Förderbändern zum Beispiel. Funktioniert das sehr, sehr gut. Wurde mir auch im Livestream so vorgeschlagen. Das Problem ist halt auch, ich kann die Förderbänder nicht mit Weizen bezahlen, ne? Also ich kann den Weizen verkaufen und das Geld daraus für Förderbänder verwenden. Ja, alles zu seiner Zeit. Also wie gesagt, das sind alles noch Anfangsgeschichten hier momentan. Das wird noch verbessert, aber man muss einfach mal irgendwo anfangen, um auch zu wissen, was sich verbessern kann, weißt du? Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Und ja, ich will hier Rundballen machen. Ich habe mir das wirklich gut überlegt. Und ich möchte wirklich Rundballen machen. Und ja, ich möchte die wirklich ohne Autolot nach Hause bringen und so weiter. Ich habe da echt Bock drauf, muss ich sagen. Ich habe schon lange nicht mehr so ein Projekt gehabt, wo ich gesagt habe, yo, das machen wir jetzt, weil ich habe da Bock drauf, weißt du? Und auch wenn es mal länger dauert. Wie gesagt, es geht mir nicht um Zeit. Wer hier die schnellen Millionen sucht, der ist einfach falsch. So leid es mir tut, aber das muss ich einfach so sagen, der ist einfach falsch hier. Die schnellen Millionen werden wir hier nicht erreichen. So, wir sind voll. Wir könnten jetzt natürlich... Ich habe einfach das Geld nicht, ne? Ich habe einfach das Geld nicht. Ich glaube, ich muss die Premium-Kartoffeln einfach nochmal ausladen. Und das müssen wir vielleicht später dann nochmal einladen. Da müssen wir einfach ein Häufchen machen irgendwo. Das ist zwar jetzt ein bisschen blöd, ja, gefällt mir selber nicht so gut, aber geht halt momentan nicht anders. Das heißt, ich werde jetzt auf dieser Seite ein Häufchen machen. Links abladen, jetzt. Wie gesagt, ist zwar blöd, aber geht leider nicht anders momentan, weil wir brauchen einfach den Anhänger. Wir müssen schauen, dass wir ein bisschen was an Zeug reinbekommen ins Lager, um eine sichere Einnahmequelle auch nicht streichen zu lassen, ne? Oder nicht zu verstreichen, sagen wir es mal so. So, wenn ich jetzt so reinfahre, müsste es eigentlich funktionieren, ne? Ja, funktioniert. Wie gesagt, mehr schlecht als recht, ja, ist mir klar, aber
Man muss auch wieder auf die Beine kommen irgendwie finanziell, ne? Ich habe auch gesehen, wir haben noch ein bisschen was am Lager von dem Weizen, glaube ich zumindest zu wissen. Ja, genau, 15.000. Gut, haben wir auch keinen schlechten Preis momentan. Also 676 für Weizen ist eigentlich sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen. Ah ja. Das heißt, wenn da ein Anhänger voll ist, können wir den Abfallfeld mal wegfahren, um einfach noch ein bisschen Sicherheit zu haben vom finanziellen her, ne? So, jetzt müsste er auch gleich leer sein. Ja. So, lasse ich einfach mal so stehen, weil wir müssen dann eh gleich wieder weitermachen, ne? Und ihr seht mal, ne? Ich bin jetzt einmal, also nicht einmal rumgekommen, ne? Und schon einmal voll. Also, wie gesagt, da geht schon einiges runter. Es war voll gedüngt, zweimal gedüngt. Das haben wir uns wirklich auch Mühe gegeben, auch mit Striegeln und dies und das nicht gesehen. Das kommt uns jetzt natürlich zugute, das muss man einfach mal so sagen. Was mir aber auch sehr gut gefällt, also, ne? Ich habe letztes Mal zweimal Vorgewende gemacht. Ich versuche es jetzt mit einmal Vorgewende, ob es ausreicht, ich bin nicht sicher. Wir werden jetzt aber mal in die Mitte reinfahren, einfach mal durchstechen und dann einfach mal schauen, ob das auch so funktioniert. Ne? Ich hoffe wirklich nur, dass die Aufnahme was wird, weil das ist echt blöd, wenn das nicht funktionieren würde jetzt. Aber ich muss mich, wie ihr, überraschen lassen. Also wenn es nicht gut sein sollte, seid nicht zu hart mit mir heute, bitte. Hab pardon. Windows ist schuld. Es ist natürlich einfach, die Schuld immer auf den anderen zu schieben. Aber tatsächlich hat die Windows-Updates haben mir alles zerschossen. Von den ganzen Parametern, Einstellungen her, das war nicht feierlich, ey. Dann fahren wir mal rein, ne? Das sieht gut aus. Machen wir das mal so. Lübt. Renn in den Weizen, ne? Ich glaube, die Türen gehen hier auf, ne? Wie war das nochmal gewesen? Ah ja, Türen gehen auf. Ich glaube, bei der Weizen, das soll man die Tür eher zulassen, habe ich mal gehört von dem alten weißen Mann. Besser so wahrscheinlich. Das Schöne ist auch, wenn ich so weiter die ganze Zeit hin und her fahre, habe ich es dann auch natürlich sehr viel einfacher mit Ballen pressen. Ne? Das muss man einfach mal so sagen. Den Ballenwagen werden wir uns dann ganz... Also den Ballenwagen, Entschuldigung. Den Abtankwagen, also den Anhänger, wo das ganze Zeug reinkommt, werde ich mir dann schön in die Mitte hier hinparken und dann werden wir einfach mal gucken, ob das ja so läuft. Ne? Jetzt würde ich ganz kurz noch was nachschauen. Genau, ihr seht hier, das funktioniert alles, läuft alles. Dauert länger. Oh, jetzt haben wir natürlich hier nochmal ein bisschen frei. Da kann ich euch das mal ganz kurz vorführen, wie das funktioniert. Ich habe uns auch eine Schaufel gekauft. Das nicht denken, dass ich irgendwie... Ich habe irgendwie ein komisches Geräusch. Jetzt holen wir mal die Premium-Kartoffeln raus hier. Wupp. Ja, ich habe leider... Das habe ich auch nicht verstanden. Da ist leider so eine kleine Erhöhung jetzt drin am Hof. Das muss ich vielleicht nochmal wegmachen, wenn es darauf ankommt. Oh, da ist einiges drin. Heilige Maria. Ne? Und 2000 Liter davon sind dann einfach schon 1600 Euro. Ne? Das muss man auch einfach mal so sehen. Also es lohnt sich halt schon irgendwo, aber man muss halt gucken, dass das auch, dass wir nicht verhungern zwischenzeitlich, weißt du? Das ist halt das Problem. Oh, ganz blöd jetzt mal formuliert. Ah ja. So, Neues muss ich erstmal nächstes Mal reinpacken, glaube ich, weil da ist noch genug drin. Und ja, die Kartoffelwascher, den werden wir jetzt auch nochmal befüllen, damit ihr jetzt auch mal gesehen habt, wie das funktioniert. Weil vielleicht überlegt ihr auch, das auf eure Map zu packen. Wer jetzt denkt, ah, das geht nicht, bei mir sind die gewaschenen Kartoffeln nicht verbaut. Ah, nee, das ist falsch. Und zwar, sobald ihr diese Maschinen setzt, was ich hier habe, ne? Also, sobald ihr das platzierbar setzt, sind die Verkaufsstellen und Fruchtsorten alle automatisch eingetragen. Also, ihr müsst da nichts machen. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Und sehr, sehr bedienerfreundlich, muss man mal so sagen, ne? Aber das muss man echt sagen, das ist sehr, sehr gut. Ja, und hier fülle ich... Ah, wenn ich normalerweise gerade hinfahre, ne? Fülle ich das immer so ein. Oder habe ich das zumindest so eingefüllt? Heute will es wieder mal nicht. Moment. Der Vorführeffekt, Alter. Jetzt aber, so. Wie gesagt, dann geht das da rein und dann müssen wir das mit Wasser kombinieren hier. Wir haben hier auch eine Anzeige, wenn wir rangehen. Oh, es ist voll, deswegen geht da nichts mehr.
Okay, ja, das ist voll, das ist natürlich auch nicht gut, sagen wir mal. Weil wenn wir uns jetzt mal recht überlegen, wir können natürlich auch ein paar gewaschene Kartoffeln verkaufen. Das bringt uns halt bei weitem nicht so viel wie Premium-Kartoffeln. Und deswegen würde ich ja eher gesagt bei den Premium-Kartoffeln bleiben. Ich weiß nicht ganz genau. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr für richtig haltet. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich finde die Sache cool. Sie ist noch lange nicht ausgereift. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mehr von diesen Dingen die nebeneinander hinstelle. Aber das ist auch noch nicht fix. Schreibt mir da gerne mal Feedback in die Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen. Für heute sind wir fertig, aber es gibt natürlich wieder ein Wiedersehen nächstes Mal, wo es weitergeht hier mit der Ernte, mit Ballenpressen, mit dem und dem. Also es gibt immer was zu tun auf der Hinterkaifeck, das ist einfach so. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, wenn es gefallen hat. Gerne Daumen nach oben da lassen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.